Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Ja, wir schauen jetzt mal hier rein. Wir haben in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle nach wie vor den Mythic Brine. Hier ist noch die Rapper Tire Box mit Rapper Klaus, Drehender Jeff, Eugene Belcher, Roller, Disco, Courtney, Earl Skidders und Klaus Heisler. Hier haben wir ein paar Rapper Klaus, Death Metal, One Man Musical, Kiss and Clarinets, Red Rodriguez Real und Dream Guitars. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Box. Dann haben wir die Valentine's Tire Box mit Michael Dangle Low, Roger Sexy Shorts, Lois Griffin, Kreissäge, Planet Express Schiff in der legendären Version und Francine Smith. Und hier ein Haufen anderer Combo Masteries, die echt nice. So, dann haben wir das Bender Pack. Mythic Bender Pack jetzt noch einen Tag und 16 Stunden mit Heavy Metal Haley, Trainer Jeff, Big Mountain Fudge Cake und Eugene Belcher. Wäre schön, wenn man da was rausziehen würde. Oh, die One-Man-Box. Guck mal eine an. Eine One-Man-Box. Mit One-Man-Musical, Courtney is Dead, Drehender Jeff, Nibbler on the Roof, Mac Griffin und Philip J. Fry. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich das anschaut. Ne? One-Man-Musical, Drehender Jeff. Und wir vergleichen das jetzt mal mit dieser hier. Ja gut, da muss man natürlich schon sagen, One Man Musical ist besser als Rapper Klaus. Definitiv. Eugene Belcher und Klaus Heisler. Mac Griffin, Philip J. Fry. Ist eine Mac Griffin besser als ein Klaus Heisler? Na gut, die Kombo ist schon stark, ja. Ja, das müsst ihr letztendlich selber entscheiden, also schwer einzuschätzen aktuell, welche Box. Also One Man Musical ist auf jeden Fall besser, definitiv. Das ist eine ziemlich geile Kombo. Aber hier kriegst du halt keine Mastery Stones und so weiter, aber ist egal. Ja, dann gehen wir doch mal jetzt hier rein in die Meisterschaft. Schauen mal, was da so ist. Hier haben wir den Yachtclub. Und der Yachtclub ist folgendes. Gibt's in dieser Version. Version. So, machen wir so. Mit einer Tina und einer Power Tucket Patriot Ale zum Beispiel kommt der Cripple All by raus. Ne? Hier auch. Mit Absinth oder Spring Break. Mit der Mythic Version. Ja, ist jetzt alles nicht so. Man kann es gebrauchen, ja, aber da es auch der einzige Wert ist, das ist nicht so schön. Cinderella Lois, also da 10% drauf, lohnt sich nicht wirklich. Cinderella Lois, hier mit dem Book of Spells, mit Scary Mask oder so, da kommt halt Cheers raus und ein eingeschränkter Burger für alle, also zum Heilen. Oh. Was soll ich dazu sagen? Nicht. So dolle ist das jetzt nicht, das Cinderella Lois. Jetzt kommen wir allerdings zu einer, das fällt mir sehr schwer, das tatsächlich zu sagen, aber, ui, 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 ui. Hottis Luan. So schlecht ist die gar nicht, die Hottis Luan. Also wir gucken uns jetzt mal die Hottis Luan mal genauer an.
Sorry, Schlafentzug. So, Hotties Luann ist das da. Und da haben wir, ja, eine Luann Platter dann da unten. Die werde ich jetzt auch gleich am allerbesten schon mal maxen, damit wir überhaupt mal sehen können, was da für Werte rechts rauskommen. Und das ist schon. Ui. Was sage ich dazu? Ui. So, also, da haben wir 21 Punch, 26 Gas, 21 Angriff, 23 Cripple. Und hier, also wenn man diese Luann Platter oder hier mit Hottie Salon, 25 Angriff, 22 Punch, 26 Angriff mit Furry Convention, holy shit. 29, 22 mit Shrimpy Shrimps. Schon über 50 Angriff mit Shrimpy Shrimps. What the fuck? What the fuck? Ja, also stärkst hier tatsächlich Shrimpy Shrimps Version. Shrimpy Shrimps Edition. Es ist eine Shrimpy Shrimps Edition. Es ist die strongest Edition of all times. Greatest of all times, the GOAT. So. Ja, wenn wir jetzt 10% draufrechnen würden, dann wären wir bei 51, wären wir bei 24 Punch und bei 32 Angriff. Das sind schon 24 Punch, 32 Angriff, sind 56 Angriff im First Hit. Und das ist bei nur 10%. Also plus noch dem Gas. Also diese Karte macht so viel Damage im ersten Angriff. Das wären 56 dann, was haben wir gesagt? Dann noch die, oh mein Gott, noch 31 Gas, da wärst du bei 87 Schaden im First Hit. Also die ist mega brutal. Leute, wenn ihr eine Luann habt und die auch spielt und eine dieser Kostümkarten mit im Deck hat oder auch zwei oder drei oder vier oder fünf, dann würde ich sagen, ja, haut jetzt raus, also kauft euch das Ding, wenn es geht, am besten gleich dreimal, 20% da drauf sind gigantomanisch. Dazu kann ich noch mal sagen, so übel. Ich habe keine Luan, ich werde auch keine Luan spielen, weil ich glaube, es ist die einzige Kombo davon, die echt geil ist, aber die ist me mega. Also holt sie euch, wenn ihr die Steine habt dafür und wenn ihr die Karten dafür habt, holt euch Hottis Luann. So, dann haben wir hier Benders Orphanarium oder in der deutschen Version noch Benders Waisenarium. So, und das ist das hier, da hast du Bender mit ja, diesen Karten da, mit den Geldkarten. Bag of Nickels zum Beispiel ist eine Version. Das ist, naja. Ist halt eine Combo, die sehr defensiv ist. Klar. Waisenarium. Deutet es ja schon an. Ja, es sind Bürger zum Heilen, alle heilen und alle beschützen. Also 21 Schild. Also ist jetzt nicht alle heilen, alle beschützen. Ist einfacher Burger, einmal heilen und einmal ein Schild. Ne? Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann wünsche ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman Gleich. Ich hau doch einmal zu.